Servus und willkommen zu Drag is Back. Ja, Drag ist wieder da. Und ich möchte euch zu einem neuen Let's Play einladen. Ja, wir spielen mal wieder Minecraft und Drag hat sich überlegt, er spielt natürlich gleich wieder ein Pack, wo sehr viel Spaß macht, wo fast keine Herausforderung dabei ist, nämlich wir spielen GT New Horizons in der neuesten Version, und zwar in der Version 2.0.9.0. Es hat sich sehr viel geändert, darum fange ich neu an. Und ja, ich habe mir schon mal einen Startplatz ausgesucht, also wo ich hin wollte. Also ich sozusagen, wir sind hier gestartet. Dann bin ich einfach jetzt mal hierher gelaufen. Ich drehe jetzt auch nochmal die Zeit auf 0, weil wir jetzt auch wirklich starten. Und ich mache die Geschwindigkeit auch jetzt wieder an, weil ich erstmal Probeaufnahmen gemacht habe. Da wollte ich nicht hier rumsterben. So, wie ihr seht, ich habe hier ein paar Wolleblöcke aufgestellt. Die Wolleblöcke habe ich aber nicht mehr, wie jetzt einige vermuten, herbeigeholt von dem da. Geht nicht, ist bei mir aus. Sondern ich habe mir es hergeholt, indem da hier so lustige Wowies rumlaufen. Und die haben die Schafe zerrissen, die hier waren. Und ich habe mir gedacht, naja, Wolle können wir nicht liegen lassen, nehme ich auf. Hab's aber wieder hingestellt, damit man auch, ja, sieht, was ich, dass ich, wenn ich irgendwo was anderes tue. So, ja, als allererstes wichtig, also wir sehen auch da drüben auf jeden Fall auch Schafe. Das Wichtigste ist, also ihr seht, ne, hier, das ist so eine, ich habe schon gesagt, so eine Art Manhattan-Verschnitt oder so. Wäre ganz interessant, aber das hier ist alles nur grün und ihr wisst selber, oder die wo jetzt neu dazukommen, die wissen es noch nicht. Ich bin jemand, der eigentlich beides macht. Jetzt, ich stehe auf Technik, ich mag die Herausforderung, ich mag es, Packs lange zu spielen. Und ich mag auch schön bauen und das will ich hier sozusagen kombinieren. So. Ja, dann hätte ich gesagt, wir machen auf jeden Fall am Anfang erstmal mehrere Kleinigkeiten. Als erstes gehen wir mal ins Questbuch rein. Das ist Standard, glaube ich, mit der Taste Ö belegt. Ich habe es bei mir auf der Num Komma, weil bei mir das Buch sonst nicht aufging. Und alle, die das erste schon kannten, das Buch ist ein bisschen größer, ein bisschen schöner, ein bisschen neuer. Also da hat er viel gemacht, unser Dream Master. So, und ich hätte gesagt, ich hau mal gleich 8 Blöcke weg, dass wir auch gleich mal die erste Quest fertig haben. Was ist GT New Horizon? Für die wo es noch nicht kennen. GT New Horizon ist ein Modpack. Da sind einigermaßen viele Mods mit dabei. Und der Modpack-Entwickler, der hat sich gesagt, okay, ich mag GregTech. Und ich möchte sozusagen die ganzen Rezepte, wo drin sind, auf GregTech-Style umarbeiten. Das hat er auch gemacht. Das werdet ihr im Laufe des LPs sehen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das ist ein Pack, das spiele ich mal schnell durch. Also das ist wirklich ein Langzeit-Pack. Also ich kenne Leute, die spielen das seit einem Jahr. Und sind immer noch nicht am Ende. So, wir haben die erste Quest abgeschlossen. Your first night. Also deine erste Nacht. Deine erste Aufgabe wird es sein, Essen zu finden. Und eine Unterkunft für die Nacht. Die Nacht wird, ja, unheimlich, glaube ich. Weil sozusagen hier ist Hardcore Darkness drin. Also das heißt, Nacht dunkel heißt dunkel. Und es wäre sozusagen eine gute Idee, Essen zu suchen. Genau, und dann steht es halt hier auch nochmal.
Du brauchst nicht unbedingt das Buch, du kannst auch sozusagen mit einer Kurztaste das Buch öffnen. So, dann gehen wir mal nach unten. Beziehungsweise nein. Also ich muss natürlich versuchen, oder beziehungsweise ich gucke jetzt erstmal, was braucht man für ein Bett? Für ein Bett braucht man dreimal ein Carpet. Ein Carpet sind Wolle. Okay, das ist alles klar. So, das heißt, diese Box werde ich erst später aufmachen, weil wir so schnell wie möglich versuchen müssen, an ein Bett ranzukommen, weil man will die Nacht überspringen. Man will hier nichts anderes machen, außer die Nacht überspringen. Wäre mir sogar egal. Ja, ich brauche ein Softmelody. Das geht schon gut los. Okay, Fans, ja, es geht aber alles. Es geht alles. Aber wie gesagt, wir werden es immer so machen, dass wir versuchen zu überleben. Okay, also das ist eine Quest, die kann ich dann, falls ich es doch nicht schaffen sollte, mir ein Bett zu bauen, in der Nacht erzählen. Wir brauchen jetzt 32 Gravel, wir brauchen Oakwood und wir brauchen nochmal Oakwood. Das ist auch eine Checkbox-Quest. Das ebenfalls. Das lesen wir später. Das lesen wir auch später. Das sieht man erst, wenn man da ist. Gut, dann schauen wir mal, ob man hier auch irgendwo Gravel oder Kies finden. Und gleichzeitig kann ich auch die Insel ein bisschen ablaufen, ob das eine schöne Insel ist. Oh Gott. Um ein Startgebiet daraus zu machen. Ich bin gerade begeistert. Ich sehe gerade. Oh, Aluminium. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier gibt es auf jeden Fall auch genügend Schafe. Das ist auch nicht schlecht. Das Einzige, was mir momentan nicht gefällt, ist der Anstieg. Okay, hier unten ist Eisengravel. Können wir aber noch lange nicht abbauen. Wir gehen mal nach oben und gucken, wie das so ist. Des Weiteren kann ich dann noch erzählen beim Erkunden. Ja, der kleine Drag hat Zusatzmod drin. So, einige sagen, ja, du erzählst uns nichts Neues. Richtig, aber ich habe keine spielveränderten Mods hinzugefügt. Das heißt, ich habe kleinen Mods hinzugefügt. Das hat er auch immer gesagt. Wenn euch noch was sozusagen dazu interessiert oder ihr wollt, dann macht sie rein. Und das sind bei mir drin Crafting Tweaks. Crafting Tweaks ist, ja, den sieht man momentan noch nicht. Den sieht man erst, wenn ich einen Table gebaut habe. Derzeit laufe ich auf die Seite. Weil die andere Seite, ja, nee, die gefällt mir nicht so. Sonst muss der kleine Jack vielleicht doch wieder umziehen und noch weiter gucken. Na, dann schafft es definitiv nicht die erste Nacht in einem Bettchen zu schlafen. Für die, wo sie fragen, also ich spiele auf einen Server und nein, man kann nicht joinen und mitspielen. Das ist sozusagen der reine LP-Server, der ist auch wirklich nur an, wenn ich aufnehme. Beziehungsweise natürlich, wenn dann Chunkloader laufen, wird er auch an sein. Aber wie gesagt, der ist halt nur sozusagen fürs LP da. Und da werden auch mal andere Leute dazu stoßen, wie Sebo oder wie Prophet. Vielleicht auch mal ein Rohrschneider oder sonstige Leute der Hack-Community. Und ja, dann werden wir hier sozusagen. Oh, da hinten sind lustige Leute in roten Umhängen, da will ich nicht hin. So, dann hätte ich gesagt, schauen wir mal auf diesen Bereich. Vielleicht ist der größer, schöner und grüner.
Also ich habe nichts dagegen. Ich wäre sogar ein wenig zufrieden, wenn es ein bisschen nach oben gehen würde, dass ich dann sozusagen ein bisschen auch anheben kann und auf dem Plateau arbeite. Aber wie gesagt, das ist okay. Ich habe hier eine Slime Junk Insel. Das ist auch cool. Ja, wobei, weiß ich nicht, ob das so cool ist, weil hier sind ein paar böse Mobs drin. So. Aber ich hätte gesagt, das ist auf jeden Fall schon mal von der Erhöhung her annehmbar. Ich hoffe, dass es auch wieder ein bisschen nach unten geht. Jetzt muss halt auch Bereich sein. Also ich brauche Fläche. Ich möchte nicht in einem 3x3, 6x6, 9x9 Ding hausen, sondern ich möchte da wirklich. Oh, es ist 6 Uhr am Abend. Und der kleine Drake hätte vielleicht auch sich noch Essen einsammeln sollen. Okay, kann er machen. Hier hat er Bären. Und hier hat er Büsche. Die baue ich auch gleich ab. So, es kann natürlich auch noch mal sein, dass es mal immer wieder mal ein paar Mal ruckelt. Ja, das muss man halt einfach momentan ignorieren. Da sind wir gerade beim Gucken, warum das das so ist. Und ihr seht gerade, oder wie man sieht, sieht man nichts, gar nichts. So, jetzt muss ich mal ganz schnell die Quests durchgehen, weil ich weiß, dass der Quest dabei, da kriegt man eine Fackel. Ja, das war diese. Das war natürlich sehr schlau von mir. Und wie ihr wirklich gerade seht, es ist halt wirklich Stockfenster. Ich hoffe, dass ich jetzt in einem Bereich bin, der geschützt ist. Schaut aber so aus, weil ich drehe mich gerade und ich sehe eigentlich seitlich nur Dirt. Ich hoffe, dass ich dann auch irgendwann oben finde, dass ich dann mitkriege, wann wieder hell ist und ich raus kann. Wobei, wie gesagt, da kommen wir gleich ein bisschen dazu. Noch eine kurze Information, wie es sozusagen am Anfang ein wenig losgeht. Also die Folgen werden so immer zwischen 30 und 40 Minuten sein. Und ich möchte auf jeden Fall 3 Folgen pro Woche erstmal rausbringen. Montag, Mittwoch und Freitag. Wenn ich natürlich dazu kommen sollte, mehr Folgen zu machen, kommen natürlich noch mehr Folgen dazu an anderen Tagen. Also zum Beispiel, ich schaff's zeitmäßig für mich, dass ich 5 Folgen mache, dass halt dann auch 5 Folgen kommen. Aber wie gesagt, feste Termine sind Montag, Mittwoch, Freitag. Was mich jetzt sozusagen von euch interessieren würde, ist jetzt ganz einfach. Und zwar, wann schaut ihr euch Folgen an? Wann soll ich meine Folgen veröffentlichen? Weil, ja, macht natürlich dann sozusagen Sinn zu sagen, okay, wir möchten, dass du früh deine Folge veröffentlichst. Oder ihr sagt, nee, es ist mir egal. Dann könnt ihr natürlich egal machen. Oder ihr sagt, ja, du machst am Abend. Wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile. Also wie gesagt, das ist eure Entscheidung. Ich hoffe, dass ich es mit dem i-Punkt hinkriege, die Umfrage auch da reinzustellen. Wenn nicht, einfach in die Kommentare schreiben. Das sehe ich dann. Auch das Weiteren, was von den Kommentaren her. Ich bin ein Freund normalerweise von, ich möchte nicht gespoilert werden. Ja, das ist bei Minecraft oder in diesem Pack aber komplett hinfällig. Das heißt, wenn ihr irgendwas seht und sagt, du Drake, es gibt den Tipp. Mach das doch so. Oder hast du schon mal dir diesen Weg angeguckt?
dann schreibt's mir auch wirklich in die Kommentare. Ich lese mir das durch. Ich werde mir auch diese Kommentare jedes Mal, wenn ich dann sozusagen wieder frisch aufnehme und da sind Kommentare da, dann werde ich natürlich diese auch beantworten. Es kann natürlich sein, dass es auch ein paar Folgen dauert, weil, wie gesagt, wenn man ein bisschen Zeit hat aufzunehmen, ohne dass erstmal die anderen Folgen veröffentlicht wurden, oder natürlich der Kommentar etwas später kommt, dann, wie gesagt, ich versuche die meisten zu lesen und dann auch mit einzubauen ins LP. Was ich auf jeden Fall von euch bitte möchte, ist, seid nett zueinander. Wenn ich mitkriegen soll, dass hier jemand ein bisschen aus der Spur läuft, dann gibt es eine Ermahnung und dann gibt es keine mehr. Also Strike and out. Das nochmal vorweg. Ja, so, also, genau, zu den Mods. Ich weiß es, genau, Crafting Tweaks habe ich rein. Also Crafting Tweaks ist der Mod, wo man sozusagen die Sachen sich hier ausfüllen lassen kann. Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil ich habe auch noch keinen Gravel. Dann habe ich drin Schematica. Ist ganz einfach. Fallen mal gute Ideen ein. Kann ja auch Vanilla sein, kann in irgendeinem anderen Pack sein, das ich ab und zu mal spiele, kann auf dem sonst wo sein, kann auch von euch sein, dass ich mir was angucke. Dann schaue ich mir die Schematik an oder ich, wie gesagt, mache mir meine eigene. Und dann wird diese Schematik halt sozusagen bei mir hier reingespeichert, damit ich, ja, eine sozusagen eine kleine Vorlage hätte zum Aufbauen. Also wer Schematics kennt, Schematica ist sozusagen der Mod dazu. Und ich habe die Journey Map drin. Jetzt werden die sagen, Journey Map ist drin. Ja, aber es gibt zwei Arten. Und es ist die Friendly oder Friend, was auch immer, drin. Und die habe ich sozusagen bei mir deaktiviert. Und habe mir die Unlimited rein. So, warum habe ich die Unlimited rein? Ganz einfach, wie gesagt, wir spielen auf einem Server. Und wenn ich zum Beispiel Kollegen habe, die mit denen ich spielen will, dann möchte ich die auch auf der Map sehen. Ich habe aber hier Einstellungen vorgenommen. Und zwar seht ihr das hier. Und zwar, ich habe die Animals rausgenommen, ich habe die Mobs rausgenommen, ich habe die Villagers rausgenommen. Das heißt, das sehe ich genauso wenig. Man hört sie nur. Also ich weiß jetzt, okay, es gibt keine Mobs. Also ich sehe keine Mobs, aber ich höre sie Mobs. Also, aber wie gesagt, ich sehe halt meine Kollegen. Also, das ist an. Das ist überall an. Ich habe für mich entschieden dann, wenn ich einen gewissen Fortschritt habe, zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich bin jetzt dann irgendwann in LV, dann schalte ich zum Beispiel die Haustiere an. Also falls ich dann Haustiere haben sollte, die sehe ich dann auch auf der Map. Wenn ich dann zum Beispiel bei HV bin, dann mache ich zum Beispiel das nächste an, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich sehe dann jetzt auch die freundlichen Tiere. Mobs werden ausbleiben. Definitiv. Mobs werden bei mir nicht eingeschalten. Das heißt, ich kann sie sehen, aber ich sehe sie nicht auf der, also sehen auf der 3D-Karte, aber nicht auf der Minimap. So, jetzt hat der Bursche ganz schön viel gequatscht und jetzt gehen wir mal dahin, wo er auch hin sollte, und zwar ins Buch. Genau, GTNH-Pack ist mit RWG World Generation gemacht. Wenn du sozusagen Mushroom-Bioms findest, dann hast du sozusagen das Falsche eingestellt. Und das heißt, man soll eine neue Welt generieren. Und wenn man einen Server startet,
Soll man als Level-Type RWG eintragen. Das haben wir auch gemacht. Sozusagen, wir haben es gelesen, wir haben es verstanden, wir haben die Quest abgeschlossen. What's with the numbers in the corner? Okay, information you can use IGIT disabled. Okay, ob man es ausschalten und einschalten will. Dann kann man es noch konfigurieren. Für mich alles klar. Also ich lese das jetzt nicht alles vor. Dafür ist auch mein Englisch zu gut, dass das fehlerfrei rauskommt. Könnt ihr ja kurz noch Pause drücken, falls ihr es lesen möchtet. Also die grobe Sache ist halt, er erklärt sozusagen hier, also diesen Bereich hier, also jetzt nicht, aber jetzt halt, ne, und da steht jetzt halt Jack Scorpion, wie viel FPS das man hat, in welchem Jahr das wir uns befinden, an welchem Tag. Man sieht auch, dass es 6:21 Uhr am Morgen ist, also Tag. Man sieht, in welcher Dimension man ist. Man sieht, wie viele Chunks geladen sind. Man sieht, in welchem Biom das man ist. Man sieht sozusagen die Fahreneinheit oder das Celsius. Oder die Kelvin, genau. Man sieht die Luftfeuchtigkeit. Das ist eigentlich, ja, das ist so ein bisschen Information, die wohl dann, ich glaube, für die Bienen brauche ich, für die Crops glaube ich nicht. Ja, man sieht die Entities, wie viel das gerendert sind, und geladen und was auch der Kuckuck. Also die Zeile ist jetzt für mich nicht gerade die interessanteste. Wichtig ist dann noch, in welchem Chunk das ich mich befinde. Mit X und Z-Achse. Und was man halt noch drunter sieht, welches Lichtlevel das es hat, am Kopf und an den Füßen. Und wie gesagt, was dann noch viel interessanter wird irgendwann, ist dann die Information. Ob man in einem Ort-Chunk ist oder nicht, oder beziehungsweise dass man in Ortschank ist oder dass man in sozusagen in der Mitte eines ja Chunks steht. Das wird da auch noch mit angezeigt. Also das ist richtig cool. Das heißt, das Erze sammeln wird dann auch ein bisschen leichter. So, dann hier haben wir einen Garten, einen Leafy Garden. Wenn man sozusagen rechte Maustaste drückt, dann kann man diesen Garten aufheben und man sammelt sozusagen die Gardens ein und nicht den Inhalt der Gardens, weil sonst könnte ganz schnell das Inventar zu klein werden. So, wir haben hier auf jeden Fall mal schon den Note. Das wird auf jeden Fall interessant mit Soundcraft. So, wir schauen mal weiter, ob mir hier noch, wie es hier so ausschaut. Also man muss auf jeden Fall, und das empfehle ich jedem, der wo das Modpack spielen will, startet immer in der Nähe eines Gewässers. Denn in diesem Modpack gibt es keine unendlichen Wasserquellen. Das ist ganz wichtig am Anfang zu wissen, gibt es nicht. Das heißt, es ist am Anfang wichtig, dass man Wasser hat. Und zwar nicht gerade wenig, weil, wie gesagt, es gibt im Spiel irgendwann über Technologien Wasser. Das ist drin, aber es ist halt nicht drin, dass man halt das über diese Wasserressourcenblöcke bekommt. Genau, sozusagen der Rain Tank ist sozusagen, oder Water Tank, glaube ich, heißt er, ist Stufe 1.
Und dann gibt es dann noch irgendwann das Reservoir. Das ist dann irgendwann Stufe 2. Und das, ja, dauert ein bisschen, bis man da ist. So, also da drüben sind auch Schafe. Aber ich sollte jetzt mal anfangen, Gravel zu finden. Sagt er und steht davor. Das ist sehr schön. Ich muss 32 Stück sammeln, weil die werde ich auch brauchen. Aber wie gesagt, hier ist kein Rezept, glaube ich, mehr Standard. Keine Mod. Höchstens Endgame. Und das wird sich bestimmt dann auch noch ändern, wenn der Mod-Entwickler das nicht selber gemacht hat. So. Wir sind fleißig beim Graveln. Das ist eine sehr schöne Gravelquelle. Der Nachteil ist natürlich auch, nochmal auf das Thema mit dem Wasser zurückzukommen. Wenn man jetzt natürlich hingeht und ja, ein bisschen Wasser abbaut, dann hat man natürlich dann unschöne Wasserquellen. Wenn man natürlich auch Steine einfach ins Wasser reinklatscht, dann hat man keine unschönen Wasserquellen, aber dafür hast du kein Wasser mehr. Und das ist halt unwiderruflich weg. Also da muss man sich ein bisschen, ja, vorsehen. So, was muss ich denn noch machen? Ich brauche jetzt noch 32, also 32 Bäume. Da fange ich dann erstmal mit den kleinen an. Wir haben unser erstes Holz. So, das ist jetzt zwar, glaube ich, der Nachteil, dass ich die wirklich am Anfang alle mit der Hand wegkloppen muss. Aber was tut man nicht alles? Also, wie gesagt, dieses Gebiet gefällt mir bis jetzt ganz gut. Da kann ich dann ja schön mich entfalten, sozusagen. Was man leider in diesem Pack auch schnell lernt, ist, man baut am Anfang eine Mauer, weil man eben, wie gesagt, weil wenn man noch nicht alles ausleuchten kann, wenn man keine bösen Mobs sozusagen vor Ort haben. Und ja, dann heißt das halt, man flüchtet sozusagen in einen Bereich, der wenigstens so weit geschützt ist, dass da die Monster einen nicht unbedingt hauen werden. Werden wir auf jeden Fall auch dann mitmachen. Genau, was mir dann gleich noch einfällt, das werde ich aber bestimmt öfter sagen, wenn ihr irgendwelche interessante Themen habt, wo man sagt, ey, darüber könnte man mal quatschen, dann schreibt die in die Kommentare. Die werde ich mir genauso aufschreiben, die werde ich mir auch richtig lange notieren, dass man sagt, okay, man handelt sowas ab. Denn es ist halt nun mal so, es ist ein LP. Und ich, ihr kennt mich, wo wir schon ein bisschen zugeguckt haben. Ich bin kein Freund von, ich baue das mal auf und zeig's euch dann. Nein. Weil dann spiele ich ja sozusagen für mich selber. Und so spielen wir sozusagen und ihr guckt mir dabei zu, was ich für einen Blödsinn mache und für einen Krampf erzählen. Aber das ist ja auch das, was gewollt ist. Und wie gesagt, dann können wir halt bei, entweder wenn man Erze ausgräbt, ein bisschen über solche Themen quatschen. Oder man erzählt über Gott und die Welt. Also das wird auf jeden Fall sein. Oder es ist auch so, dass zum Beispiel, wenn Bauten kommen,
Wenn ich zum Beispiel wenn ich eine Wand aufgebaut habe am Anfang, da werde ich ja viel mehr erzählen, was ich mir da durch den Kopf schwirrt. Aber wenn wir natürlich irgendwann die Wand sozusagen weiter ziehen, aber dann kann man halt auch über solche Themen sprechen. Oh, also ist irgendwie hoffentlich ein bisschen logisch. Wir haben 31 Holz. Das heißt, ich habe jetzt gleich alles soweit fertig. Ja, ich muss noch aufpassen. Wie gesagt, aber ich werde jetzt hoffentlich gleich eine Fackel bekommen. Nicht, dass es wieder dunkel wird und ich darf mich wieder einfach blindlings irgendwo hingraben. Da können wir nämlich die restlichen Quests noch durchgehen. Und wie gesagt, wenn wir dann auch ein bisschen Fortschritt haben, dann ist es natürlich auch so, da könnt ihr mir auch als, ja, heute frage ich euch schon am Anfang ziemlich viel, was für Längen von Videos ihr euch anschaut. Seid ihr jemand, der wo sagt, macht ein 20-Minuten-Video? Oder sagt ihr, 20 Minuten, vor allem bei so einem Pack, das ist viel zu kurz. Mach bitte ein 30-Minuten-Video. Oder sagt ihr, also es kommt immer darauf an, wenn du sehr viel Technik machst, dann mach so zwischen 20 und 40 Minuten. Wenn du merkst, okay, es ist eine Baufolge, kannst du es ja auch mal ein bisschen länger machen. Also das ist dann auch sozusagen, was ihr ja sozusagen dann mitentscheiden könnt. Darum sage ich immer, jede Stimme zählt. Da werde ich dann auch sozusagen immer wieder mal dann auch reingucken und mich informieren, weil kann sich natürlich ändern, je mehr Leute sich dann sozusagen auch nachträglich das Video angeguckt haben und dann sagen, ja, oder man natürlich auch sich seine Meinung ändert. Das kann natürlich auch passieren. Da kann man natürlich hingehen und sagen, ja, nee, mach doch mal bitte länger, kürzer, whatever. Also das ist dann alles sozusagen machbar. So, wir haben, wie gesagt, die erste Quest, die nächste Quest abgeschlossen. So, jetzt brauchen wir Flint. Flint stellt man her am Anfang mit Dry vor allem, mit drei Gravel. Dann mache ich gleich mal vier. Werden wir, glaube ich, auch brauchen. Ne, wir brauchen 10. Jetzt? So habe ich die Flint-Quest schon abgeschlossen, wenn ich nur vier gemacht habe. Okay. Hello, Bug. Aber wir machen sie trotzdem. Ich habe jetzt mal 12 gemacht. Ist nicht schlimm. So, nochmal 5 dazu. So, dann brauchen wir als nächstes unseren Crafting Table. Den Crafting Table baut man mit 2 Holz und 2 Flint. Ergibt einen Crafting Table. Und ja, ich habe das Pack schon gespielt ein paar Mal. Das hat sich nicht geändert. Es hat sich einiges geändert, aber das nicht. Also, es ist einiges leichter geworden, wie zum Beispiel durch das, wie gesagt, durch das also Ingame-Info da oben, dass man die Erze einfacher findet. Er hat auch die Erzgenerierung verändert. Also, wie gesagt, wir haben ja auch so einen kleinen Testserver für uns. Da, wo wir einiges ausprobieren und da ist, ja, da können wir uns vor Erzen gar nicht mehr retten. Also bin gespannt, ob das denn hier auch so ist. So, dann claimen wir das auch gleich. Dann heißt es, wir haben wieder eine Main Quest und Secondary Quests. Was kommt? Ba, 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 ba.
Also sozusagen grob übersetzt. Also es gibt zwei Arten von Quests. Es gibt einmal die Quests, wo diese schönen Ohren haben. Das sind Main Quests. Und dann gibt es die, die wo keine Ohren haben. Das sind so Art Nebenquests. Also das diese schalten nächste Quest frei, habt ihr gesehen. Das hat man gesehen, das wird deaktiviert, der ist erst gekommen, als wir den machten. Und die sind erst gekommen, als wir den machten. Und so geht das halt immer weiter. Not all main quests have a connection line to guide you through your adventure because of book size. Also sozusagen, es sind nicht alle auch miteinander verknüpft. Wenn ich das so gerade so richtig verstehe. Wie gesagt, und dann hier unten, das ist noch ein wichtiger Bereich. Was hat es mit den Coins auf sich? Du kannst sie sozusagen in einem Coins-Tab benutzen, um genau, um zum Beispiel Saplinge zu kaufen oder. Also ich habe jetzt das Ding geklemmt für mich. Ich habe jetzt wieder Münzen bekommen. Das heißt, wenn man jetzt hier reingeht, seht ihr, ist jetzt hier ein Reiter aufgegangen. Coins, Coins, Coins. So, jetzt bin ich zum Beispiel in einem Biom. Sagen wir mal, ich hätte jetzt wäre in der Wüste gestartet. Und hat gesagt, ja, das ist ja total toll. Woher soll ich hier Bäume kriegen? Oder ich habe fast keine Saplings. Da kann man jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, jetzt tausche ich 5 von den Forester Rangern ein, Coins. Wobei, das ist, ich glaube, weiß ich gar nicht, aber doch, ich glaube, das hat er so gemacht. Also das heißt, Ranger 1, das heißt, das sind einer Coins, ich glaube, ich gebe dann 10er Coins und so weiter und so fort. Und dann kann man halt sich sozusagen hier einen Sapling aussuchen, den dann kaufen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ziemlich lang rumläuft und man möchte unbedingt Jungle Wood haben oder Dark Oak Sapling, dann kann man irgendwann hingehen und sagen, okay, ich habe ja am Anfang diese 5 Stück bekommen. Ich kaufe mir jetzt 5 Jungle Sapling. Also sozusagen jeder Sapling kostet dann einen Coin. Und das wird natürlich im Laufe der Zeit immer wieder erweitert, dieser Bereich. So, too many keys. Genau, es gibt sozusagen error too many keys to fit. Ja, genau. Also es gibt zu viele Tasten für eine 104er Tastatur. You will need a redefine your Keymaps, so that you can use the things effectively. Also du musst mal halt ein paar Sachen umlegen. Okay, und dann steht halt hier, dass man da halt in der Option.txt das halt sozusagen fixen könnte. Also für euch auch wichtig, wenn ihr zum Beispiel euch ein Spiel, also dass ihr zum Beispiel sagt, ich bin zum Beispiel ein Freund, normalerweise ist ja, kann man ja mal zeigen, ist ja im Spiel das die Shift-Taste. Ist bei mir nicht. Bei mir ist das die Steuerungstaste. Weil in den meisten Spielen ist das, okay, es gibt noch eine extra Duckentaste, aber Shift ist bei den meisten Spielen schnell laufen. Und das habe ich mir mittlerweile so stark angewöhnt, dass ich gesagt habe, für mich in Minecraft muss das auch gelten. Darum habe ich das umgestellt. Und ich habe noch ein paar andere Sachen umgestellt. Und wenn man diese, na, wo gehe denn ich hin? Wenn man sich eben diese Options.txt dann sozusagen sichert, oder die wichtigen Tasten, wo man halt braucht, dann kann man das sozusagen schon im Vornherein definieren. Also, wenn man sagt, okay, ich habe meine Tastatureinstellung gefunden, die finde ich super, wie zum Beispiel hier. Da sind die meisten Mods drin. Ist 1.7.10. Speichert euch die Options.txt, dann hat man auch sozusagen in allen anderen Spielen, wo es 1.7.10 ist und diese Mods mit drin sind und man schiebt diese Options.txt rein, dann hat man überall die gleiche Tasten,
ohne erst alles wieder frisch einzustellen. Genauso dasselbe ist mit Musik, Soundeinstellungen, Helligkeitseinstellungen. Das ist alles, soweit ich noch das im richtigen Kopf habe, in der Options.txt drin. So, dann sieht man hier sozusagen ein paar Tasten, wo sie halt sozusagen zu finden sind. Das nehmen wir jetzt auch als gegeben hin. Dafür kriegt man halt leider kein Goodie. If you need help with a quest, you can find the quest-ID by holding F3 und H. Genau, also das heißt, wenn man F3 und H gleichzeitig drückt, dann werden einem auch im Questbuch dann zum Beispiel Nummern angezeigt. Dann sieht man, ah, okay, das ist jetzt zum Beispiel die Quest Nummer 10. Oder wie zum Beispiel, am Anfang sind sehr viele Crafting-Quests drin. So haben wir es zum Beispiel dann auch mal gemacht, dass wir gesagt haben, ey, ich habe das Ding doch jetzt schon gecraftet. Die Quest war halt noch nicht offen. Ich brauche davon keine zwei. Dann geht man rein, schaut sich die ID an und dann kann man diese Quest sozusagen über einen Befehl, wenn man auch die nötigen Rechte hat, muss man dazu sagen, als gegeben nehmen. Genau, also das sagt das sozusagen aus. Man kann auch sozusagen diesen mit einem ganz gewissen Command das kann man sozusagen, ohne dass man das den Server restarten muss oder das Pack restarten muss, kann man auch zum Beispiel einige Sachen neu machen oder beziehungsweise wenn neue Quests hinzugekommen sind durch ein Update, kann man das halt alles über diese schönen Befehle machen. So. Dann haben wir da unten noch unser kleines Lagerfeuer. Backup your stuff. Das heißt, wenn man auf einem Server ist, dann sollte man noch Aroma-Backup mit reinpacken, dass man auch sozusagen eine Sicherung auf dem Server hat. Nicht, dass auf einmal, wenn irgendwie der Server crasht, die ganze Map weg ist. Das will keiner eigentlich haben. So, okay. Das haben wir. Dann haben wir hier jetzt noch. Ah, okay. Ich brauche noch einen Stick. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Und wie man schon sieht, ne, ein Holz ergibt zwei Planken. Und zwei Planken ergeben zwei Sticks, nichts mehr vier. Das kann man, wie gesagt, alles mit Werkzeugen hochmachen und mit Maschinen kann man das dann auch noch mal verbessern. Da kann man halt sich so einen Art Default Load Block machen, um sozusagen dann noch mal neu zu starten, wenn ich das gerade so richtig verstanden habe. So, dann kommt jetzt hier: Oak trees are not apple trees. Also, die super, ich spiele Minecraft schon zu lange. Ich weiß nicht mehr, was ein Oak ist. Eiche? Eiche, Eiche ist es. Also ein Eichensäppling ist kein Apfelsäppling. Und darum braucht man ein Eichensäppling und einen Apfel, um daraus einen Apfelbaum zu machen. Von Pam. Schließen wir auch gleich ab. Die Quest hole ich mir aber noch nicht, weil ich da erstmal wegen der Gegend rumlatschen möchte. Ich vermute, dass es entweder Pier oder Orange, weil ich glaube, Walnuss und Cherry findet man immer wieder. So, da hat der liebe Drake in der ersten Folge auch richtig viel gequatscht. Wie gesagt, hoffe, es gefällt euch, dass ich wieder da bin. Wenn es euch gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann würde es mich brennend interessieren. Was kann ich verbessern? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Und natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen. In dem Sinne.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.